Notruf der Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Duisburg. In der Leitstelle geht ein Notruf. Gemeldet wird ein Schiffsbrand an einem Bootsanleger. Der Disponent der Leitstelle findet den Einsatzort schnell in den aktuellen Karten im Führungsunterstützungssystem. Parallel zu den Einsatzfahrzeugen entscheidet er, die Aufklärungsdrohne Vector an die Einsatzstelle zu entsenden. Vector ist innerhalb von wenigen Minuten startfähig und wird mit einer Fluggeschwindigkeit von ca. 70 Stundenkilometern als erstes vor Ort sein. Die Drohne sendet bereits ab dem Start erste wertvolle Luftbilder in Echtzeit an die Führungskräfte. Das in der Drohne verbaute Kamerasystem Max Nano erstellt hochauflösende, georeferenzierte Luftbilder der Einsatzlage. Die Aufnahmen werden in Echtzeit zu einer Karte zusammengesetzt und an den Einsatzleitwagen übermittelt. Durch diese Echtzeitkartierung wird ein umfassendes Lagebild erstellt, mit dem die Einsatzleitung die Situation besser beurteilen und den Einsatz gezielt koordinieren kann. Das Führungsunterstützungssystem Command-X CX5 integriert die Live-Karten des Kamerasystems in das interaktive Gesamtlagebild, während fortlaufend weiter aktuelle Bilder der Lage übertragen werden. Aufgrund der hohen Auflösung können im Einsatzverlauf weitere Gefahren durch Lageänderungen, möglich Geschädigte und die Gesamtlage immer wieder geprüft und erkannt werden. Mit einer Flugzeit von 120 Minuten und einer Fluggeschwindigkeit von ca. 70 Stundenkilometern kann die Drohne schnell und flexibel auf eine Änderung der Lage reagieren. Sie kann den Einsatzort wechseln und bei weiteren Ereignissen unterstützen, wie hier dargestellt, bei der Suche nach vermissten Personen im Wasser. Das Echtzeitlagebild wird an alle verbundenen Einsatzkräfte gesendet. Gesetzte Markierungen sind auf allen Vorschaugeräten abgebildet und jede Einsatzkraft auf dem aktuellen Stand der Lage. Max Nano ist ein Echtzeitkamerasystem für die drohnengestützte Lageaufklärung. Entwickelt im Innovation Lab Opzahl am DLR-Institut für optische Sensorsysteme. Das System kombiniert eine hohe Bildauflösung von 50 Megapixeln mit der einzigartigen Fähigkeit, diese Daten an Bord und in Echtzeit zu georeferenzierten Karten zu verarbeiten und zum Boot zu übertragen. In Opzahl entwickelt das DLR-Institut für optische Sensorsysteme und die Eurocommand GmbH gemeinsam die Integration der Echtzeitkarten von Kamerasystems in CX5. Die erzeugten Luftbilder stehen im Führungsunterstützungssystem auch nach dem Einsatz zur Datenauswertung und Dokumentation zur Verfügung. Gemeinsam, innovativ, vor der Lage.